Hallo und herzlich willkommen zur Demo-Version von Dragon's Dogma. Ich bin Chris und ich weiß noch nicht wirklich viel über das Spiel. Ich habe ein paar Videos gesehen. Und es könnte echt so ein kleiner Geheimtipp werden. Das ist ein Action-Rollenspiel von Capcom. Die Entwickler waren auch schon beteiligt an Resident Evil, Devil May Cry oder Breath of Fire. Deswegen ist es nicht nur so ein Hack and Slash, sondern soll auch Survival-Horror-Elemente enthalten. Mal sehen. Das Spiel wird am 25. März hier in Europa erscheinen. Natürlich wieder als letztes. Vorher kommt es schon in Amerika und Japan raus. Es wird für sowohl für PlayStation 3 als auch für Xbox 360 sein. Und joa. So, ich habe hier noch nichts gemacht. Option ist erstmal gut. Oh Gott. Tastenbelegung gucken wir später. Helligkeit. Helligkeit ist meistens. A, gut ist B, kaum sichtbar ist. Ja, komm. So reicht. Dann für manche Leute Untertitel, Rotation, Minikarte, Videos. Ah, die sind schon angeschaltet. Sehr gut. Also man soll den erstellten Charakter aus der Demo ja ins Hauptspiel übernehmen können. Ich weiß allerdings nicht, welche Klassen man in der Demo spielen kann. Charakter bearbeiten, Prologauftrag. Aha. Na, erstmal werden wir den Charakter bearbeiten. So. Spieleranpassung. Passt die Erscheinung eures Charakters an. Nachdem ihr die allgemeinen Informationen festgelegt habt, könnt ihr euch um Details kümmern und so weiter. Ja. Natürlich männlich. Name. Bitte einen Namen eingeben. Ja, das wird der Browser-Tor. Die Demo ist übrigens, fällt mir gerade auf, nur für PlayStation Plus-Mitglieder hier in Deutschland erhältlich. Angeblich hat das mit USK, also mit Jugendschutz Sachen zu tun, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Im amerikanischen Store ist die daher frei runterladbar und da habe ich die auch her. Der Spitzname wird für den Spieler mit abweichenden Spracheinstellungen angezeigt. Aha. Ach du Schande. Wie viele Spitznamen gibt es denn hier? Albert. Ja, Sigi! Geh bitte mit Y. Oh, mehr als ich dachte. Naja. Ha, Wendy! Och, wie süß! Wesker? Ha, okay. Wesker? Moment mal, gibt's auch Jill? Haha, es gibt auch Jill. Da muss es doch Chris geben, ja, perfekt. Ja, Resident Evil lässt grüßen. Hammer nice. Basiskörper wählen. Das ist aber nicht die Klasse, oder? Nee. Man kann ein Kind spielen. Und der moscht die dann alle, oder was? Nee, ach, 2,11 Meter, viel zu riesig. 1,85 hört sich gut an. Stimme auswählen. Zu tief. Oh. Nee. Nee. Nee.
drei oder vier. Vier. Mit diesem Charakter fortfahren. Detaillierte Veränderungen durchführen. Oh Gott. Standardgesichter. Okay. Ja, das dachte ich mir. Details. Ah, Haar- und Hautfarbe. Nee, ganz so dunkel nicht. So braun gebrannt sind wir ja nicht. Okay, Gesichter gibt es eine ganze Menge. Ich werde einfach mal das nehmen. Oh, der guckt doch ein bisschen weinerlich. Na, ja, das sieht schon ganz cool aus. Die Frisur passt eigentlich auch schon. Was gibt's denn so für Frisuren? Die gefällt mir schon ganz gut. Oh Gott. Jawohl. Oh, nice. Rastas. Cool. Ja, auch so Zöpfe. So ein Dutt. Oder so Zöpfchen. Oh, Mann. Ein Iro? Ach, Quack. Wir nehmen die praktische Kurzhaarfrisur. Zack. Wo mache ich denn jetzt die Haarfarbe? Unter Details. Ne, ne, zu hell. Ne, 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 ne. Ja, so ist gut. Reicht auch schon mit den Haaren. Was kann man denn noch so machen? Ja gut, Gesichtsform kann man anpassen. Hier kann man dann auch wieder aus Standardsachen wählen. Was kann man denn verändern? Die Größe mit dem Schieberegler einstellen. Also die Größe des Kopfes. Okay. Augen. Ja, genau, geschlossene Augen. Ich guck. Mist, Augenfarbe vergessen. Vertikale, oh mein Gott. Augenfarbe links. Okay, kann die unterschiedlich machen. Grün. Ja, zum Gesicht soll es auch erstmal reichen, also das sieht schon ganz okay aus. So einen extra hässlichen mag ich nicht machen. Statur. Kann man jetzt hier wieder so ein Gewicht, schlank oder schwer, gut Hautfarbe, Körpergröße, Muskulatur. Das ist eigentlich schon ganz okay so alles. Haltung. Okay, was ist das denn? Ängstlich. Wie ist denn die ängstliche Haltung? Ach so, mit so einem Buckel. Alles klar, quasi Modus-Style. Aha, ne. Merkmale, Narben. Narben haben ja nur Noobs. Die schon mal einen um den Sack gekriegt haben. Falten? Man kann den älter machen. Okay. Quark, wir sind nur so ein Jungspund. Gesichtsbehaarung. Ich spreche mal. Jawoll. Obwohl, der ist noch geiler.
Ah, Biskimbart haben wir schon. Make-up. Okay, also die scheinen es nicht nach Geschlecht zu trennen. Haha, süß. Nee, das brauchen wir nicht. Farben anpassen brauchen wir auch nicht mehr. Eigentlich haben wir alles. Hoffe ich. Bestätigen. Zur Vasallenanpassung. Passt das Aussehen eures Hauptvasallen in diesem Abenteuer an? Mein Hauptvasalle? Say what? Ach genau, das sind wahrscheinlich die Typen. Ja, stimmt, in den Videos konnte man immer mehrere Charaktere gleichzeitig agieren sehen. Deswegen kam anfangs ein bisschen Verwirrung auf, ob das Game nicht eventuell einen Koop hat, was es leider nicht hat. Ich schätze mal, das wird einer von denen sein. Ja, also wenn ich ein Kerl bin, ich muss ja nicht immer noch mit einem Kerl rumrennen. Name. Bitte einen Namen eingeben. Ach Gottchen. Nehmen wir mal Lilly. Lilly wird passen. Zack. Spitzname. Oh Gott. Haben wir da nicht auch Lilly oder so? Lisa, Liz, Lloyd, Lola, Lou. Lulu. Ach, keine Ahnung, Liz. So, zack. Gott, so 1,73 wäre schon nicht schlecht. Jawoll, die hat eine männlichere Stimme als ich, oder wie? Ne. Da können wir jetzt wahrscheinlich wieder die gleichen Einstellungen vornehmen. Obwohl eigentlich die Statur schon okay ist. Ja, die Frisur muss noch geändert werden. Was haben wir denn da? Wie sieht denn das bei den Frauen aus? So kann man doch nicht kämpfen eben. Ich hasse ja so Pigtails. Ein Afro, yeah. Nee, ich glaube auch hier gibt es einen funktionalen Pony. Pferdeschwanz. Nicht Pony, so ein Quatsch. Eine etwas hellere Haarfarbe. Ja, komm, passt schon. Zack. Sonst noch was? Bei Age of Con konnte man immer so riesen Mörder-Möppis machen, ey. Die sowieso schon viel zu groß waren, auch wenn man die auf niedrig eingestellt hat. Ah, da haben wir doch Oberweite. Ja, genau, direkt die größte Einstellung, so ein Quark. Das passt besser zum Körper.